Mein Name ist Paul Hoffmann und ich bin Geschäftsführer der Hoffmann Productions GmbH. Also wir sind eigentlich die führende Branding-Agentur für Personal Brands und digitale Unternehmen in Deutschland. Das heißt, wir stehen hinter ganz, ganz vielen bekannten Marken. Unsere Bilder hat vermutlich jeder schon mal gesehen, ohne es zu wissen, in irgendwelchen Facebook-Werbeanzeigen. Und das bedeutet, wir machen einfach Fotos und aber auch generell den Online-Auftritt, heißt auch Webseiten für Digitalagenturen, Berater und allgemein einfach Dienstleister und Coaches. Wir sind aktuell zu 8 und wir haben unseren Standort in der Mitte von Stuttgart. Meine Kunden sind in ganz Deutschland, das heißt, ich sage immer von Kiel bis Zürich, da sind wir eigentlich überall unterwegs und shooten dann dort auch oft vor Ort oder halt eben digital bei so Themen wie Webseiten etc. Also ehrlich gesagt habe ich davor nicht so viel mit anderen Anwälten zusammengearbeitet, gab mal so Einzelfälle, aber und das war eigentlich der Grund, warum ich am Ende bei Silvenstein gelandet bin, weil es gefühlt so eine riesige Hürde gibt, überhaupt bei einem Anwalt mal anzufragen. Man denkt sich dann gleich, okay, kostet das vielleicht was? Ab wann kostet das was? Ist der Fall überhaupt das wert, da jetzt anzufragen, den ganzen Aufwand zu machen? Also diese Hürde war einfach immer so groß und das war auch der Grund, warum ich dieses Modell von euch jetzt so geil fand, weil man halt eben diese Hürde wegnimmt und dadurch Kleinigkeiten auch einfacher abklären kann. Besonders bei der Zusammenarbeit ist, dass ich weder eine riesige E-Mail schreiben muss, mir erst eine Telefonnummer raussuchen muss, etc., wie es bei anderen Anwälten ist, sondern ich habe eine WhatsApp-Gruppe, dort schicke ich die Sachen rein, die mich gerade interessieren, wo ich gerade eine Frage dazu habe. Und wenn es dann wirklich ein Thema ist, was nachverfolgt werden muss, was gemacht werden muss, ob es jetzt ein Arbeitsvertrag ist oder eine Datenschutzverordnung für die Webseite etc., dann wird das dann gestartet. Das heißt, ich kann einfach praktisch, ich habe die Anwälte zur Hand, ja, und ich habe die greifbar und ich kann einfach schnell und zeitnah da Feedback bekommen, ob es sich überhaupt lohnt, darüber ausgiebiger zu sprechen. Also eigentlich komme ich mit allen Themen erstmal zu Silvenstein, das heißt, das ist eigentlich immer mein erster Ansprechpartner und dann gibt es halt Sonderfälle, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war sogar ein privater Mietvertrag von mir, wo dann einfach weiterempfohlen wurde an das Netzwerk. Und das ist eigentlich super, weil ich bin kein Anwalt, ich habe auch kein Anwaltsnetzwerk. Und dann da einfach einen Ansprechpartner zu haben, wo man weiß, wenn die einem nicht helfen können, dann kennen die auf jeden Fall jemanden, der das kann. Und ja, das ist einfach super. Also bei mir war ja die Situation so, ich wusste, ich möchte einen Anwalt haben, bei dem ich mit all meinen Themen ankommen kann und der mich dann da betreuen kann. Da hatte ich mir natürlich überlegt, okay, macht es nicht vielleicht Sinn, dort einen Anwalt zu haben, der auch vor Ort ist, ja, den ich in Stuttgart irgendwie greifbar habe und so weiter. Aber mir wurde dann schnell bewusst, auch im Gespräch, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, weil auch wir machen ja alle unsere Kundengespräche digital. Und warum muss ich mich jetzt bei der Anwaltsauswahl auf irgendeinen Anwalt beschränken, der jetzt halt gerade vor Ort ist? Mir war viel wichtiger, dass der Anwalt mein Geschäftsmodell versteht, mein Business versteht, meine Kunden versteht und einfach weiß, was ich grob mache und das einfach dann auch beachten kann, anstatt dass der jetzt örtlich vor Ort ist, weil am Ende vom Tag, ich möchte jetzt nicht mit meinem Anwalt dreimal die Woche Kaffee trinken gehen, sondern ich möchte jemanden haben, der das versteht und der mich rechtlich absichern kann. Also eine Story, die mir im Kopf geblieben ist, war meine erste Kündigung, die ich machen musste. Das ist als junger Geschäftsführer was, worauf man jetzt auf jeden Fall keine Lust hat, wo man natürlich auch nicht weiß, okay, was gibt es da zu beachten. Gerade Arbeitsrecht in Deutschland ist ja sehr arbeitnehmerfreundlich, nicht besonders arbeitgeberfreundlich. Und dementsprechend ja, war es für mich ein riesiges Fragezeichen. Das war jetzt auch nichts, wo ich irgendwie jetzt eine riesige Zeitspanne hatte, irgendwie einen Monat mich darauf vorzubereiten, sondern da ist einfach was vorgefallen und ich musste da schnell eine Entscheidung treffen. Und da einfach dann zu wissen, okay, ich habe hier einen Partner an der Hand, den kenne ich schon, die kennen mich, die wissen, was ich mache, die kennen meine Mitarbeiter, die kennen die Arbeitsverträge, die haben das selber aufgesetzt und ich kann jetzt praktisch mit einer einfachen Nachricht das Ganze anstoßen. Wir haben dann nochmal kurz telefoniert, alle meine Fragen wurden geklärt. Das war für mich einfach super hilfreich, weil das mich in dem Moment einfach dazu befähigt hat, schnell die Dinge umzusetzen, die ich in dem Moment umsetzen musste. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre es viel unangenehmer gewesen, vielleicht hätte ich das verschoben und vielleicht wäre dann noch ein ganz anderer Schaden dann auch fürs Unternehmen entstanden. Auf jeden Fall, ich würde die Zusammenarbeit mit Silvenstein empfehlen und das mache ich sogar auch bei meinen Kunden. Also wenn jemand irgendwo anwaltliche Unterstützung braucht, dann sage ich immer, geht dahin. Das macht es deutlich einfacher und das funktioniert bisher auch immer sehr gut.